Hallo und herzlich willkommen im Wald bei, wie immer, waldbedingt komischen Lichtbedingungen. Bin mal gespannt, wie das dann hinterher aussieht auf der Kamera. Aber der Ton dürfte gut sein, das habe ich inzwischen soweit überprüft. Und das ist jetzt so eine klassische Situation, da hätte ich auch eine andere Kamera nehmen können. Da braucht es keine Action-Cam sein, weil Action ist heute nicht. Aber ich probiere es halt einfach mal aus. Und wem das so gar nicht zusagt, der mag sich auch gerne beschweren über technische Details. So, Details zu diesem Video hingegen bestehen darin, dass ich mir mal vorgenommen habe, nochmal ein bisschen biologische Grundlagen zu machen. Und weil bei dem fancy Zeltzeug, was zwar extrem wichtig ist, ja, meistens keiner so richtig zuhören mag, fangen wir doch einfach mal mit den gröberen Sachen, die man auch sehen oder naja, zumindest theoretisch, wenn man sie ausgräbt, sehen kann, nämlich bei den drei Organen, die eine Pflanze hat. Und das sind standardmäßig, also wenn man jetzt von den drei Organen spricht, eine Wurzel, eine Sprossachse, das ist ein Sammelbegriff für Stängel oder Stamm, ja, weil es da durchaus Differenzierungen gibt. Ein Stamm ist nun mal was anderes als ein krautiger Stängel, den du einfach abreißen kannst, den du einfach aufmampfen kannst als Tier, während ein Stamm wiederum halt schon was ganz viel Massiveres ist. Das muss ich aber auch niemandem erzählen. Und dann eben die Blätter. Und da kann man dann auch wieder eben differenzieren zwischen Nadelblatt, Spezialform oder Laubblatt. Und auch beim Laubblatt muss man nochmal unterscheiden, ist es ein immergrünes, ist es ein wechselgrünes, etc. pp. Das sind also als ganz viele spannende Dinge, die da eine Rolle spielen. Und dann gibt es die Wurzel, die Sprossachse und die Blätter ja nicht in klassischer Ausprägung nur, also die gibt es auch, ne? Aber nicht nur in der, sondern auch sogenannte Metamorphosen, also umgewandelte Formen des ursprünglichen Organs. So ziemlich alles, was an der Pflanze dran ist, lässt sich in irgendeiner Art und Weise auf eine Metamorphose von entweder Blättern, Sprossachse oder eben der Wurzel zurückführen. Das gilt auch in gewissem Maße für die Blüten. Die sind auch irgendwo daraus, meistens zumindest, das bin ich mal ganz vorsichtig und sage meistens, daraus abgewandelt. Ja? Blütenphysiologie hat mich nie besonders interessiert. Das ist ja eigentlich das, was man in der Schule noch am ehesten durchnimmt, ja, wenn das Bienchen zum Blümchen kommt und solche Späße. Aber ich persönlich finde das gar nicht so spannend. Ich finde die vegetativen Elemente bei Pflanzen, also die, die nicht der Fortpflanzung dienen, eigentlich viel spannender. Aber gut, das ist natürlich persönliche Vorliebe. Werden wir dann aber auch noch gegebenenfalls nochmal ansprechen. So, und heute legen wir los mit der Wurzel und ihren Metamorphosen, weil die Metamorphosen immer so schön lustig sind. Und da fangen wir erstmal ganz grob und übergeordnet an. Und das ist was, was ich euch auch schon mehrfach erzählt habe im Wald, wozu es auch schon mehrfach Bildmaterial gegeben hat. Drum, vielleicht finde ich noch ein paar schöne Aufnahmen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, spare ich mir das weitestgehend. Es gibt drei große Wurzelsysteme, die bei einem Baum zumindest mal auftreten können. Die gleichen Wurzelsysteme gibt es auch bei den meisten krautigen Pflanzen, auch wenn es da vielleicht noch irgendwelche Sonder- und Mischformen geben kann, sofern sie dann zum Beispiel ein Geophyt sind und eine Knolle unten dran haben oder ein Rhizom oder irgendwie sowas in diese Richtung. Also so Spezialfälle kommen wir nachher noch dazu. Ja, aber die klassischen Wurzelsysteme, die zumindest mal bei Bäumen anzutreffen sind und bei vielen krautigen Pflanzen auch, sind einmal die Pfahlwurzel. Wie funktioniert die? Das ist eine Wurzel direkt unterm Stängel bzw. Stamm, die geht nach unten. Ja, und ihre primäre Entwicklung ist tatsächlich nach unten. Einige Pflanzen haben erstmal eine primäre Pfahlwurzel, die dann später abgebaut wird und dann entwickelt sich ein anderes, meist ein Herzwurzelsystem, bei dem dann von der ursprünglichen Pfahlwurzel überhaupt nichts mehr zu erkennen ist. Das ist besonders bei krautigen Pflanzen der Fall und grundsätzlich bei nahezu allen Monokotylidonen. Das sind die einkeimblättrigen Pflanzen, zum Beispiel Mais, um einen sehr prominenten Vertreter zu nennen. Der macht als einkeimblättrige Pflanze automatisch immer erstmal eine Pfahlwurzel bei Keimung.
die aber nicht lange erhalten bleibt, sondern dann durch ein sich weiter verzweigendes Wurzelgeflecht ersetzt wird. Ja, das ist also so eine Besonderheit, die primäre Pfahlwurzel, die später abgebaut wird, bei allen einkeimblättrigen Pflanzen. Die Dicotyledonen, also die zweikeimblättrigen Pflanzen, dazu gehören zumindest mal sämtliche Laubbäume und ja, also belassen wir es einfach mal dabei. Nicht zu viele Beispiele bringen, kann sich hier keiner merken. Gut, die haben, wenn sie eine Pfahlwurzel haben, dann eine dauerhafte. Das soll heißen, eine Eiche mit ihrer berühmten Pfahlwurzel, die behält ihr Leben lang diese Pfahlwurzel auch bei. Wenn nicht irgendein Unglück passiert, dass sie abgenagt wird, dass sie abfault, dass der Pilz reinkommt etc. pp. Aber grundsätzlich, oder wenn es der Boden nicht zulässt, dass an der Stelle eine Pfahlwurzel, eine wirklich große Pfahlwurzel, sich nicht entwickeln kann, dann muss die Eiche irgendwie improvisieren. Aber sie hätte gerne eine große Pfahlwurzel. Wurzel direkt nach unten, tief nach unten, so tief wie es geht, und dann später weitere Wurzeln. Mit einer Wurzel allein ist es nicht getan, aber ein Wurzelsystem, das eine vorherrschende Pfahlwurzel hat, das ist eben ein Pfahlwurzelsystem. Jetzt habe ich Harzwurzelsystem eben schon erwähnt. Ja, das kann man sich am ehesten vorstellen wie so ein Klumpen, ein vielleicht herzförmiger Klumpen aus Wurzeln, der da unter unserer Pflanze drunter hängt. Je nachdem, wie groß die Pflanze ist, so groß ist auch der Klumpen von Wurzeln. Das heißt, bei einer Buche kann das ein gigantisches Ausmaß an Wurzeln sein. Buche ist ein typischer Herzwurzler oder eine typische Herzwurzlerin. Herzwurzlerinnen. Ach, egal. Ich versuch's gar nicht erst. Ne? Das führt dann entsprechend dazu, dass wir hier eine sehr, sehr intensive Durchwurzelung des Bodens in nahezu alle Richtungen, ja, also außer direkt nach oben, weil da hört er ja wieder auf, haben, auch in die Tiefe, horizontal, und ja, ein wirklich großer Klumpen an Wurzelgebilde, sofern der Boden das zulässt. Ja? Und das dritte wesentliche System, das ist übrigens auch das, was die meisten, also mehr oder weniger ein Herzwurzelsystem, ist auch das, was die meisten einkeimblättrigen Monokotyledonen-Pflanzen da gerne mal ausbilden. Gut, drittes Ding ist ein Horizontalwurzelsystem, wenn man es dann so nennen möchte. Da gibt es verschiedene Begriffe, die da im Umlauf sind. Ich kenne es eigentlich nur als Senkerwurzelsystem, weil bei Bäumen ein reines Horizontalwurzelsystem nur unter miserabelsten Bedingungen vorkommt. Geplant ist das jedenfalls nicht. So, was heißt das? Ja, das ist das, was man vielleicht als klassischerweise als Flachwurzler mal hat kennengelernt, nämlich ein solches. Ja? Stamm hier in der Mitte, und dann breiten sich die Wurzeln so aus und machen im Prinzip durch ein sehr großes Rad am Stammfuß eine riesen Standfläche aus, und der Baum kippt nicht so leicht um, weil er so ein Riesenrad am Fuß hängen hat, das einfach durch Fläche Stabilität schafft. Das macht Sinn bei Baumarten, die grundsätzlich wo wachsen, wo nicht mit viel Boden zu rechnen ist, wo also ein Wachsen in die Tiefe gar nicht möglich ist. Aber das wäre jetzt nur das reine Horizontalsystem, ne? Also mit einfach möglichst breiter horizontaler Wurzelausbreitung. Tatsache ist, dass die meisten Arten, wenn sie zumindest schon älter sind, gelernt haben, dass man mit reiner Horizontalität vielleicht auch einigermaßen eine Zeit lang durchs Leben kommt, aber wenn du richtig alt werden willst, wie das zum Beispiel bei einer Fichte der Fall ist, Fichte im natürlichen Lebensraum, muss man dazu sagen, ja, die wird ja schon 500 Jahre alt, gibt auch einzelne Fichten, die teilweise auch noch deutlich älter geworden sind in Extremfällen, ja, aber normalerweise, jetzt gehen wir mal von 500 Jahren aus, da machen wir schon mal nichts falsch. Und die macht halt eben ein Senkerwurzelsystem, sprich erstmal eine horizontale Ausbreitung und dann einzelne Storksel nach unten, so tief es halt eben geht. Und diese Storksel, davon viele, die nennt man Senker. Und ja, also wie gesagt, im Laufe der Evolution, die allermeisten Bäume, die vorher nur ein reines Flachwurzelsystem hatten, haben auch gelernt, dass ein paar zusätzliche Senker der Stabilität auf keinen Fall schaden und auch einfach die Tiefe des durchwurzelten Bodens erhöhen. Daher möchte ich jetzt mal in den Raum stellen, dass es ein reines Horizontalsystem, vielleicht bei krautigen Pflanzen, ja, da gibt es das mit Sicherheit, aber bei Bäumen eigentlich nahezu nicht gibt. Nahezu. So,
Biologie ist ja bekanntlich die Wissenschaft von der Ausnahme. Daher vielleicht findet man dann doch nochmal einen Baum, der dann doch sowas hat. Ja? Also ohne Senker. Und nicht, weil der Boden schuld ist. Was ich an der Stelle auch standardmäßig immer erzähle, und das mache ich jetzt auch mal kurz, damit ich es dann standardmäßig wieder erzählt habe. Die Fichte ist also so gesehen nicht automatisch ein Flachwurzler, sie ist erstmal ein Senkerwurzler. Und diese Senkerwurzeln können schon eine gewisse Tiefe erreichen. Warum ist sie das? Das ist genetisch vorprogrammiert. Ja? Stellst du die Fichte auf einen Boden, der 2 Meter tief ist, bestens durch wurzelbare Erde, überhaupt kein Problem, da 2 Meter tief zu wurzeln, dann wird sie trotzdem das große Rad ausbilden und nur einzelne Senker nach unten schicken, weil das bei ihr genetisch so fixiert ist. Weil man normalerweise als Fichte eben auf so einen Boden gar nicht kommt, sondern im Gebirge bleibt und im Gebirge hast du halt keinen 2 Meter tiefen Boden. Da hast du, wenn du Glück hast, einen halben Meter und in vielen Fällen hast du sogar weniger als einen halben Meter. Das heißt, eine Fichte ist für da, wo sie herkommt, perfekt angepasst mit ihrem genetisch fixierten Wurzelsystem, diesen breiten Fuß zu machen, weil in die Tiefe gehen geht nicht, da kommt sofort der Fels. Ja, das sind die Kalkalten zum Beispiel, ein natürliches Habitat der Fichte. Und dieser Kalkstein, ja, der mag brüchig sein und der mag auch gut wasserlöslich sein, aber als Wurzel kommst du in diese Kalkplatten. Dachsteinkalk zum Beispiel, heißt er so? Ich glaube, so heißt er. Nee, Wettersteinkalk. Da kommst du eigentlich als Baum, hast du da keine große Chance reinzukommen. Gut, drum ist das da durchaus angemessen. So, trotzdem gibt es halt eben diese drei Begriffe, Tiefwurzler, Flachwurzler und dann nochmal den Herzwurzler im Sinne von der tatsächlichen Ausprägung der Wurzeln, wie sie da sind. Ein Tiefwurzler bist du dann, wenn du viel sehr tief nach unten gewurzelt hast und versuchst, Anschluss ans Grundwasser zu finden. Das wird eine Eiche in vielen Fällen probieren, aber auch nicht, längst nicht in jedem. Eichen können zum Beispiel auch relativ gut auf ziemlich exponierten Felsklippen stehen und wachsen da auch noch prima. Und da wachsen, ja, sind sie vielleicht dahingehend ein Tiefwurzler, dass ihre Wurzel an der Felswand entlang, also sichtbar, weit nach unten wächst. Und wenn die Felswand nicht allzu hoch ist, sagen wir mal 10 Meter, dann schafft die Wurzel vielleicht sogar dann unten im Geröllhaufen vor der Felswand sich noch zu verankern. Und in diesem Fall wäre diese Eiche jetzt sehr wohl ein Tiefwurzler, auch wenn sie alle anderen Wurzeln nur in ganz, ganz wenig Boden verankern kann, weil halt nur ganz, ganz wenig Boden, ein bisschen mehr als so wird schon sein, aber insgesamt nur ganz wenig Boden vorhanden ist. Ja, und da muss in Felsklüfte rein und sich da festkrallen. Ja, Herzwurzelsystem haben wir schon gesagt und die Flachwurzel, das ist dann halt wirklich die richtig flache Ausprägung. Das haben wir in Form von natürlichen Fichtenwäldern, zum Beispiel am Rand vom Moor, sofern es dann einen Moorfichtenwald ergibt, der da zustande kommt. Da steht die Fichte im Torfkörper und hat das Problem, dass ihre Wurzeln sehr schnell keinen Sauerstoff mehr bekommen, wenn die zu weit nach unten wachsen, das erkläre ich auch gleich. Aber weil sie halt nicht zu weit nach unten wachsen kann, auch wenn grundsätzlich da jede Menge Torfkörper da unten wäre und der ist durchwurzelbar, ne? Würde die Wurzel da sofort im dauerhaften, feuchten, wassergesättigten Zustand sein. Das ist für die Wasserversorgung gut, aber da gibt es halt keinen Sauerstoff zum Atmen. Und drum funktioniert das nicht. Fichte macht also hier wirklich nur den flachen Teller, ohne Senke ausbilden zu können, weil sofort die Wassersättigung im Boden da ist und nur in unmittelbarer Oberflächennähe die Sauerstoffversorgung dann eben noch gegeben ist. So, das wird auch später nochmal wichtig. Wurzeln brauchen Sauerstoff. Das ist in einem normalen Waldboden, wie ich hier gerade drauf hocke, selten ein Problem. So ein Boden, der besteht ja aus kleinen Körnchen, aus verschiedenem Material und zwischen diesen kleinen Körnchen befindet sich immer eine gewisse Menge sogenannte Bodenluft. Ja? Und diese Bodenluft steht in einem gewissen Austausch mit der Atmosphäre. Der ist relativ langsam, aber der findet statt. Und Bäume sind ja auch relativ langsam, also reicht das, beziehungsweise Pflanzen generell. Und damit ist genug Sauerstoff im Boden, in einem halbwegs lockeren Boden normalerweise drin. Es sei denn, die Bodenluft wird ersetzt durch Bodenwasser. Ja, weil Bodenluft eben von Wasser durchaus verdrängt werden kann. Ein gewissen Anteil an Bodenwasser ist natürlich essentiell für Pflanzen. Die brauchen ja Wasser zum Wachsen, bekanntermaßen, und auch sonst zum Überleben natürlich. Nur
sämtliche Hohlräume mit Wasser gefüllt, führt dann halt eben zu einem Sauerstoffmangel. So, jetzt könnte man meinen, ja, aber Pflanzen atmet doch nicht, Pflanze macht doch Photosynthese. Ja, und das ist der erste große Fehler, den man in der Physiologie von Pflanzen hört. Ja, und einer, den man sehr, sehr häufig hört und etwas, was ganz oft falsch verstanden wird. Das ist auch nicht schlimm, da braucht man sich auch nicht für schämen, wenn man das nicht weiß, aber darum erzähle ich es ja. Ne? Nämlich, ja, Pflanze macht Photosynthese. Und das ist, wenn man so möchte, irgendwo die Umkehr von Atmung. Und dafür ist tatsächlich kein Sauerstoff notwendig, sondern Sauerstoff ist sozusagen das Nebenprodukt oder der Abfall, wenn man so möchte. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd ausgedrückt, aber ja, wenn man so möchte, ist es quasi ein Rückstand der Photosynthese, dass dabei Sauerstoff bei rumkommt. So, da könnte man also meinen, okay, Pflanze macht also Photosynthese, dann braucht sie also keinen Sauerstoff, weil die atmet nicht, die macht ja nur Photosynthese. So, doof ist jetzt, die macht nur dann Photosynthese, wenn es gerade hell ist. Und auch nur der Teil der Pflanze, der grün ist, macht Photosynthese, wenn es gerade hell ist. So, das heißt, was macht zum Beispiel ein Laubbaum im Winter? Ja, dann hat er auch keine Möglichkeit für Photosynthese und trotzdem hat er lebendes Gewebe, das versorgt werden möchte. Ja, und die Versorgung von jedem lebenden Gewebe höherer Lebewesen, also alles, was übers Bakterium und einige Einzeller hinausgeht, braucht zu einem gewissen Grad, ja, auch hier wieder Biologiewissenschaft von der Ausnahme, aber lassen wir es jetzt mal kurz so stehen, also fast alle höheren Lebewesen, Bäume auf jeden Fall, brauchen Sauerstoff. Ja, für Atmung. Und zwar ist das genau die gleiche Atmung, nur findet sie in einem viel geringeren Umfang statt als unsere Atmung. Ja? Aber chemisch, biochemisch gesehen, auf Zellebene, auf kleinste Bestandteile des Lebens runtergebrochen, muss auch eine Pflanze atmen. Eben viel weniger als ein Tier, weil die rennt nicht rum. Ne? Die hat einen viel geringeren Energieverbrauch pro Masse. Darum ist es überhaupt möglich, so riesig zu werden, wie zum Beispiel General Sherman Tree, ne? Größte einzellebende Einzelpflanze der Welt. Gigantisches Ding und das funktioniert nur deswegen, weil eben der Sauerstoffbedarf durch die Atmung nur sehr, sehr, sehr gering ist pro Zelle und dafür kann man sich davon dann ganz, ganz, ganz viele leisten. So, und das bringt uns jetzt zurück zur Wurzel. Die Wurzel ist so ziemlich am weitesten weg, logischerweise, von den Blättern. Ja, und die Blätter sind die, die Photosynthese betreiben können. Die Wurzel hat quasi keine Möglichkeit, die Energieerzeugung, die bei der Photosynthese irgendwie rumspringt, irgendwie für sich nutzen zu können, außer dass halt eben die Energie in transportabler Form gespeichert wird, als Zucker und dann in die Wurzel transportiert wird und dort kann dann der Zucker wieder abgebaut werden und die oxidative Carboxylierung von Zucker, das ist Atmung. Ja, und das machen wir auch nicht anders, nur brauchen wir dafür halt eben viel, 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 viel mehr Sauerstoff für die oxidative, also eine Reaktion mit Sauerstoffkomponente vom Zuckerabbau. So. Ne? Also das muss eine Wurzel auch machen. Wie gesagt, nur ganz, 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 ganz wenig, aber komplett ohne Sauerstoff geht auch nicht. So, und wie kriegt jetzt ein Baum Sauerstoff von irgendwo weit oben im schlimmsten Fall bis in die Wurzel? Lösung? Ja, gar nicht, weil der hat keine Pumpe. Hätte er eine Pumpe, eine Lunge, ein Herz, irgendwas in dieser Funktion, was eine gewisse Kontraktion, damit eine gewisse Transportmöglichkeit für Sauerstoff liefern würde, dann würde das schon wieder viel zu viel Energie verbrauchen und das ganze Konzept Pflanze, das eben auf Energiesparmode läuft, funktioniert dann schon nicht mehr. Ja? Drum ist es einfach erforderlich für 99% der Landpflanzen einen Großteil ihres Wurzelraumes Sauerstoff zur Verfügung zu haben. Ja, einzelne Wurzeln, die unter Wasser stehen, ins Grundwasser reinwachsen, das ist kein Problem. Das sind ja nur einzelne Wurzeln, die müssen das eine Zeit lang überleben, während sie Wasser aufnehmen. Und der Sauerstoff aus anderen Teilen des Bodens kann ein Stück weit dann auch in die Wurzel rein diffundieren. Also wenn eben der Bereich, der unter Wasser liegt, nicht zu groß ist. Ja?
Also nehmen wir mal an, du hast eine Wurzel, die ist 10 Meter lang, das letzte Meter steht im Wasser, dann haben die anderen 9 Meter noch ordentlich Luft und nehmen diese auch auf. Und über eine kurze Distanz, wie zum Beispiel von einem Meter, kann dann eben die Luft aus den 9 anderen Metern der Wurzel tatsächlich noch einfach durch Diffusion, also Druckausgleich, nenne ich es jetzt einfach mal ganz einfach, bis in den unteren Teil der Wurzel transportiert werden, dann funktioniert das. Ja? Aber bei 90% der Wurzel steht unter Wasser, da funktioniert das nicht mehr. Da muss man sich entweder was einfallen lassen und gehört zu den 1%, ja, sind vielleicht wahrscheinlich deutlich mehr, und gehört zu den paar Prozent Pflanzen, die damit klarkommen, oder man geht halt ein. Oder man wurzelt gar nicht so tief, und dann wären wir wieder bei unserem Beispiel mit der Fichte. So, das also so ein paar grundsätzliche Dinge zur Architektur und zur Form, System, Wurzel als solches. Wozu ist so eine Wurzel überhaupt gut? Das müssen wir uns auch noch mal ein bisschen Gedanken machen. Die hat nämlich im Prinzip drei große Hauptfunktionen. Ja? Und Nebenfunktionen weichen von denen dann noch so ein bisschen ab oder sind eine Abwandlung davon. Aber grundsätzlich gilt, eine Wurzel, übrigens auch bei Wasserpflanzen, sofern die sowas in die Richtung haben, erfüllt erstmal die Funktion, Halt zu geben. Ja? Als Photosynthese betreibende Pflanze ist es von Vorteil, da stehen zu bleiben, wo man nun mal steht, weil wenn man in Bewegung ist, wird das mit der Photosynthese erheblich schwieriger. Gibt verschiedenste Gründe, weshalb Pflanzen nun mal standortgebunden sind. Das ist ja auch eine ganz zentrale Eigenschaft von einer Pflanze. Die wächst da, wo sie wächst, und da bleibt sie, und dann stirbt sie irgendwann. Ja? Und dass sie da auch wirklich lange bleiben kann, über tausende von Jahren, wenn es dumm läuft, dafür sollte sie dann halt eben auch gut verankert sein und gut festgemacht sein. Das spielt natürlich insbesondere dann eine Rolle, wenn man dann auch noch 80 bis 115 Meter hoch wird und im Wind durchaus mal umgeschmissen werden kann, weil verdammt langer Hebel, dann ist die Verankerung im Boden natürlich essentiell. Und damit haben wir eben die wesentliche erste Funktion einer Wurzel. Sie bietet Halt und sorgt dafür, dass Pflanze da bleibt, wo sie ist. Zweite Funktion der Wurzel, Wasseraufnahme. Ja, ohne Wasser ist weder Atmung eigentlich, ne? Also ohne Wasser funktioniert die Atmung auch nicht. Ein gewisses Maß an Wasser ist da immer nötig. Zellwachstum funktioniert nicht ohne Wasser. Irgendwelche Stoffwechselvorgänge in Lebewesen funktionieren nicht ohne Wasser. Und Photosynthese funktioniert ohne Wasser schon dreimal nicht. Ja, und da Pflanzen nun mal auf Photosynthese basieren und übrigens das komplette Ökosystem der Erde auf Photosynthese basiert, weil ohne irgendjemand, der Photosynthese macht, würde hier überhaupt nichts funktionieren. Das ist die wichtigste biochemische Reaktion der Welt. Ja, ich denke, das kann man schon so sagen. Und dafür braucht es Wasser. So, und dummerweise findet die Photosynthese eben nicht in der Wurzel. Das wäre praktisch, da kommt direkt das Wasser hin und die Photosynthese, ne, sehr energieeffizient, sondern leider oben in der Baumkrone nun mal statt. So ist es halt, und drum muss das Wasser von der Wurzel aufgenommen und in die Baumkrone transportiert werden. Die Aufgabe, das ist eine Aufgabe vom Spross bzw. vom Stamm, und das sprechen wir in dem Teil nochmal kurz an, wobei ich das auch in einem anderen Video mal Langstreckentransport oder Fernstreckentransport in Bäumen oder irgendwie sowas, das habe ich schon mal besprochen. Ja, und darum setze ich das jetzt mal als ein kleines bisschen bekannt voraus. Wenn es das nicht ist, dann tut es mir leid, aber sonst komme ich hier nirgendwo hin. Also Wasseraufnahme, ganz, ganz, ganz essentielle Funktion einer Wurzel. Gilt für jede kleine, auch eine kleine Pflanze braucht eben auch eine Wurzel zur Wasseraufnahme. Jede Landpflanze. Ja, bei Wasserpflanzen ist es natürlich ein bisschen was anderes. Die klammern wir jetzt allerdings einfach mal aus, weil ja, die haben in vielen Fällen, wenn sie überhaupt eine Wurzel haben, dann wirklich nur eine zur Befestigung. Und ansonsten ist die nicht so in diesem klassischen Fall notwendig. Ja, drum, wenn wir sagen, Pflanze hat drei Organe, ja, Landpflanze zumindest mal. So, und höhere Pflanze, das kommt noch erschwerend dazu. Man kann sich übrigens sehr kloppen, ob es höhere Wasserpflanzen, ja, gibt es schon, aber die haben dann auch wieder eine Wurzel, weil sie sich dann doch wieder auch klassischerweise als normale Pflanze darstellen und mit der Wurzel halt unter Wasser irgendwo im Untergrund, Meeresgrund, Flussgrund, was auch immer, Grund stehen. Aber lass mich mit den Wasserpflanzen in Ruhe, das ist nicht mein Fachgebiet. Ja, also da bitte ich um etwas Rücksicht. Gut, also das war die Wasseraufnahme. So,
Und dritte und ähnlich wichtige Funktion wie die Wasseraufnahme, also die sind eigentlich alle super wichtig, die drei Funktionen, die kannst du keine von weglassen, ist eben die Nährstoff, sage ich immer so lapidar, weil ich mich nicht traue, da näher zu differenzieren. Genauer eigentlich die Nährsalzaufnahme. Ja, Nährstoff wäre ja alles Mögliche, also Stoff... Jedes chemische Element kannst du irgendwie als Stoff klassifizieren, wenn du das so möchtest. Und das, was da tatsächlich durch die Wurzel aufgenommen wird, das sind fast immer irgendwelche Salze oder in Salzverbindungsform wird es zumindest mal durch die Wurzel aufgenommen. Auch da mag es jetzt noch zwei, drei Ausnahmen geben, aber Nährsalze wäre eigentlich eine schöne Bezeichnung. Oder du kannst auch Mineralstoffe oder Mineralien sagen. Dann bist du auch auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Nährstoff ist also so gesehen schon irgendwo falsch, ja, auch wenn ich das schon oft so gesagt habe. Jo, und da gibt es jetzt im Prinzip drei mögliche Wege der Aufnahme von unseren Nährsalzen. Die simpelste ist, die Nährsalze liegen im Wasser gelöst vor und werden dann mit dem Wasser einfach von der Wurzel aufgenommen und weitergeleitet. Da ist also nicht weiter irgendeine weitere Funktion der Wurzel für notwendig, außer dass sie Wasser aufnehmen kann, plus eben alles, was im Wasser gelöst ist. Ja, teilweise hat sie deutliche Schwierigkeiten, Sachen nicht aufzunehmen, die im Wasser gelöst sind und die rauszufiltern. Aber einfach mal mit aufzunehmen, was im Wasser so gelöst ist, ist kein Problem. Das funktioniert im Rahmen des Stroms in die Wurzel sozusagen. Ja? So, dann zweite Methode, um an Nährstoffe ranzukommen als Wurzel mit ein bisschen Aufwand, ist die Protonenabgabe. Das heißt, die Wurzel muss erstmal Wasserstoffkationen zum Beispiel im Idealfall an die Umgebung abgeben, also die direkte Wurzelumgebung, und die Wasserstoffkationen, die klatschen dann sozusagen durch ihre positive Ladung verschiedene anders oder gleichgeladene, habe ich auch schon mal ausführlicher woanders das erklärt, hier reicht die Kurzform, geladene Teilchen davon ab, wo die halt dran sitzen. Ein Klassiker sind Tonmineralien, die finden wir in tonreichen Böden oder auch in tonarmen Böden, da finden wir halt erheblich weniger davon, aber in der Tonfraktion des Bodens, jeder Boden enthält ein bisschen Ton, da sitzen die Tonmineralien und an denen hängen eben diese austauschbaren Nährsalze für die Pflanze, und die kann sie relativ einfach da ablösen, indem sie eben den pH-Wert des Bodens durch Versäuerung kleinräumig ein klein wenig absenkt. Ja, niedriger pH-Wert ist gleich sauer. Wir erinnern uns an Chemie. Das geht relativ einfach und ist übrigens auch der Grund, weshalb sämtliche Waldböden oder andere Böden, die unter dauerhafter Pflanzenbestockung stehen, nach und nach immer saurer werden, weil solange die Pflanzen da sind, brauchen sie eben ihre Nährsalze, und an die kommen sie nur mit Säure bzw. Protonenabgabe ran. Und der pH-Wert, was war es? Der negativ-dekadische Logarithmus der H3O-Plus-Ionenkonzentration oder war es die H-Plus-Ionenkonzentration? Nee, es war H3. Nee, es war die H3O plus. Nee, H3O minus. Ha! Ich schaue es mal nach und schreibe es euch unten hin. Entschuldigung, ja, das weiß man auch irgendwann nicht mehr auswendig. Man weiß, was der pH-Wert tut und was er bedeutet, aber wie er jetzt definiert ist, da musst du den Chemiker fragen. Der weiß das dann vielleicht auswendig. Gut. Und die dritteste und komplexeste Art, also unter den Hauptarten, von einer Wurzel an die Nährstoffe ranzukommen, besteht darin, dass sie statt einfachen Protonen tatsächlich eine komplexe organische Säure, meistens ist es eine Säure, ich sage jetzt nicht, es ist immer eine Säure, aber fast immer, abgibt. Und diese kann dann ein ziemlich kompliziertes Gebilde sein, also wirklich ein ordentlicher Klumpen auch, der schwierig zu bauen war, der die Pflanze auch viel gekostet hat, der aber jetzt notwendig ist, sozusagen als, stellen wir es uns wie ein Miniatur-U-Boot vor, ja, das jetzt da aus der Wurzel ausdockt und losfährt und sich irgendein Phosphat,
zum Beispiel schnappt und jetzt aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften unglaublich anziehend auf das Phosphat wirkt. Ja, das Phosphat hängt bis dahin irgendwo anders dran und da hängt es gut und da würde es noch sehr, sehr lange hängen, wenn nicht unser U-Boot jetzt vorbeikommen würde und so attraktiv das Phosphat aussieht, beziehungsweise aufgrund der Molekülzusammensetzung genau den Anschluss hat, den das Phosphat braucht zum Andocken, dann geht es halt da ab, wo es vorher dran war, und klatscht sich an unser U-Boot sozusagen und unser U-Boot kann jetzt von der Wurzel wieder aufgenommen werden, inklusive dem Phosphat, was dran ist. Und im besten Fall wird das Phosphat jetzt wieder abgetrennt, steht der Pflanze zur Verfügung. Das braucht man unter anderem für den Energiestoffwechsel. Phosphat unglaublich wichtig für alle mindestens höheren Organismen wieder. Und kann jetzt das U-Boot quasi nochmal aussetzen, damit das nochmal ein Phosphat holt. Im Idealfall. Teilweise sind es auch nur Einwegverbindungen oder müssen erst relativ umständlich wiederhergestellt werden und sind nach einer Verwendung kaputt, in Anführungszeichen. Ja? Also das ist eine simple Erklärung, aber wie gesagt, ich will jetzt nicht so detailliert in dem Bereich rein. Aber auch hier wieder, diese ganzen U-Boote, das sind organische Säuren und auch das führt natürlich dann zu einer langfristigen Versauerung von Böden, sobald da irgendwelche mindestens höheren Pflanzen draufstehen. Das ist einfach so, damit müssen wir leben auf diesem Planeten, dass unsere Böden, wann immer Pflanzen draufstehen, nach und nach immer weniger fruchtbar sind und immer weniger Nährsalze enthalten, beziehungsweise die stecken dann zum Teil in der stehenden Biomasse, die werden zum Teil aber auch irgendwann mal vom Wind teilweise woanders hin transportiert, die werden von der Erosion mal woanders hin transportiert. Also netto, bis auf wenige Ausnahmen, manche Böden betrifft das nicht, zum Beispiel einen Auenboden, ja, wo der Fluss immer wieder neues Zeug reinbringt, gleichzeitig altes Zeug wieder abfährt, aber auch immer wieder neues Zeug reinbringt. Der ist über viele Jahrtausende, Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende ist der fruchtbar. Hingegen ein Bergrücken, der wird nach und nach immer mieser, bis dann da irgendwann auch gar kein Wald mehr wachsen kann. Dann nimmt die Erosion ihren Lauf, reibt den ganzen Bergrücken runter, bis eben alles, was da jetzt nicht mehr für Pflanzenwachstum geeignet war, weggerieben ist. Und dann entsteht neuer Boden und der ist jetzt wieder frisch und da könnte jetzt zum Beispiel auch wieder ein Pflanzen bis hin zu einem Waldwachstum möglich sein. Ja, nur als Beispiel, aber das ist eine hochkomplexe Angelegenheit, wie das in dem Einzelfall jeweils abläuft, ist erstens schwer vorherzusagen und ja, auch schon schwer zu rekonstruieren. Manchmal klappt es. Ja. Aber Vorhersagen ist eigentlich nahezu unmöglich. Dafür ist das viel zu komplex, insbesondere über längere Zeiträume. Ja, weil irgendwas, was die Zukunft in Zehntausenden von Jahren betrifft, da kannst du keine wirklich verlässlichen Vorhersagen zu machen. Ja. So, das waren so die allgemeinen Sachen zur Wurzel, grob. Ja. Noch ein letztes, weil wenn man Wurzel sagt und im Wald hockt, dann muss man auch immer Mykorrhiza sagen. Mykorrhiza, ich schreibe es euch mal unten hin, ist ein furchtbarer Zungenbrecher, dieses Wort. Und das meint eine Symbiose mit dem jeweiligen Baum lebenden Pilz oder gleich mehrere. Das können auch unterschiedliche Arten sein, die da am Baum dranhängen und mit der Wurzel in Verbindung stehen und somit mit dem kompletten Baum in einer sogenannten mutualistischen Symbiose leben. Ja? Wissen auch viele nicht, Symbiose ist jetzt erstmal ein Begriff, dass zwei Organismen was miteinander zu tun haben. Das muss nicht zwingend ein positives Verhältnis sein. Parasitismus zählt irgendwo auch zu den Symbiosen, nur ist es halt eine, wo die eine Partei nur profitiert und die andere Partei nur negative Konsequenzen von hat. Eine mutualistische Symbiose oder ein Mutualismus, da profitieren beide Partner. Also beide haben von dem Zusammenarbeit was, wo sie sonst nicht drankommen würden, was für sie so wichtig ist, dass das, was sie für die Zusammenarbeit geben, sozusagen eher verschmerzbar ist. Also
Im Fall vom konkreten Fall vom Baum, der Baum gibt Zucker her, hat davon aber genug und kann ein bisschen was entbehren. Dafür sorgt der Pilz dafür, dass die eben beschriebenen Nährstoffaufnahmeprozesse der Wurzel noch deutlich besser funktionieren, wenn du an der feinsten Wurzel noch eine viel feinere Pilzhyfe, also so einen Pilzfaden, dranhängen hast, der das alles noch viel, viel, viel besser kann und vor allen Dingen noch in viel kleinere Zwischenräume gelangt, als dazu eine Wurzel jemals in der Lage wäre. Da kann man also nur von profitieren. Und das hat die Evolution offensichtlich auch so gesehen. Das ist natürlich auch, die Evolution hat natürlich keinen Willen oder so, ne? Muss man immer noch dazu sagen, bevor mir das jetzt wieder jemand aufs Butterbrot schmiert. Aber das hat sich in sämtlichen Wäldern der Erde durchgesetzt, dass große Bäume immer einen kleinen Fußpilz haben. Immer. Ja, gibt es keinen, der das nicht hätte, beziehungsweise in Ausnahmefällen vielleicht mal schon. Dann hat er aber auch ein Problem und versucht sich so schnell wie möglich einen Fußpilz zu besorgen. Ja? Also ohne Fußpilz bist du wirklich arm, arm, arm dran als Baum. Und eine Wurzel, die nicht mykorrhiziert ist, ist auf jeden Fall eine schlechte Wurzel. So, aber jetzt machen wir wirklich noch ein bisschen Anatomie. GoPro-Aufnahme beenden. So, dazu hat meine Frau mal gemalt dieses schöne Bild hier. Ja. Und ich blende euch das gleich ein, dann könnt ihr das besser sehen. Aber wollt es einfach mal so in die Kamera halten. Das ist zum einen deswegen gemalt, weil dann kann man es nochmal einscannen und dann hat man es auch schön griffbereit. Und das ist übrigens wegen Urheberrecht auch eine ganz praktische Sache. Sobald man es mit einem gewissen künstlerischen Aufwand nachmalt, ist das erheblich sicherer. Ja? Aber wäre natürlich auch so gegangen. Aber ich finde es natürlich toll, auch gerade wenn ich es dann im Wald so vorzeigen kann. Für mich selber auch dann zum, während ich dazu was erzähle, griffbereit haben. So, das ist der Aufbau der Wurzelspitze. Ja, also der untere, der letzte Teil der Wurzel, bevor sie aufhört. Hier unten fängt sie an, sozusagen. Und aufhören tut sie letztendlich bei dem Baum unterm Stamm. Ja, das kann also durchaus 10, 15 Meter weit sein, dass so eine Wurzel aufhört. Und man muss gleich mal eine Sache klarstellen. Eine dicke Wurzel, was hat die für Funktionen? Ja, die leitet alles weiter, was in der dünnen Wurzel aufgenommen wird, und sie dient natürlich der Stabilität. Das war's. Mehr macht eine dicke Wurzel nicht. Ja? Stabilität und Weiterleitung von dem, was die ganz dünne Wurzelspitze so treibt. So, wie dünn ist so eine Wurzelspitze? Naja, im Idealfall weniger als ein Millimeter, je nach Pflanze. Aber in vielen Fällen, im Fall von Bäumen, werden die gar nicht so unendlich dünn. Ja, und drum ist es ja auch so wichtig, gerade für den Baum dann mit dem Pilz zusammenzuarbeiten, damit man eben auch in die aller feinsten Hohlräume im Boden gelangen kann und mit so, wo man mit so einem dicken Ding, vergleichsweise dicken Ding, eben nicht hinkommt. So. Also, wir fangen unten an und reden mal über die Bestandteile unserer Wurzelspitze. Da muss ich vielleicht auch noch kurz dazu sagen, das ist bei allen höheren Pflanzen gleich. Ja, also eine Wurzelspitze ist eine Wurzelspitze. Da gibt es keinen Unterschied, ob wir von einer Buche reden oder von einem Maiglöckchen. Das ist tatsächlich überall mehr oder weniger identisch. Die Gesamtmenge an Wurzel variiert, und bei einer sehr, 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 sehr dick gewordenen Wurzel, einer sehr späten, alten Wurzel, da ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob wir es mit einem Löwenzahn oder mit einer Buche zu tun haben, weil ein Löwenzahn kriegt halt keine verholzende, meterdicke Wurzel hin. Ja, Meter wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, müsste schon eine super krasse Buche sein. Das mag es irgendwo sicherlich mal geben, aber wäre schon sehr, sehr schlimm. Aber auch eine 10 cm Wurzel, dick wohlgemerkt, lang, kein Problem. Aber dick kriegt ein Löwenzahn halt auch nicht hin. Ja, also da müssen wir jetzt schon nochmal unterscheiden. Ab dem Punkt, wo die Dinger dick werden, spielt es eine Rolle, ob die dazugehörige Pflanze eben eine Holzpflanze ist oder nicht eine Holzpflanze. Ja, aber bis dahin ist die Wurzelentwicklung ziemlich gleich. So, und da haben wir also ganz unten die sogenannte Wurzelspitze, auch Kalyptra genannt. Das ist ein schuppiges Gewebe, das das innen drin hat, das Wurzelspitzenmeristem.
Ja, auch Vegetationszone genannt. Da gibt es verschiedene Namen, die du dem Ding geben kannst. Meristem wäre der Fachbegriff. Ja, also wenn ihr euch Meristem merken wollt, dann könnt ihr damit super toll auf jeder Party angeben und werdet sofort rausgeschmissen. Der sagt komische Sachen. Ich spreche aus Erfahrung. So, also. Ja, komm mal zu einer Gruppe, die jeweils ein Bier in der Hand hat und erzähl denen was von dem Wurzelspitzenmeristem. Das macht nicht mal auf einer Försterparty Spaß. Gut. Ja, jedenfalls, die Wurzelspitze besteht aus einzelnen Schuppen, außen erstmal. Ja, da fangen wir außen an, zum Innenleben kommen wir dann gleich. Jetzt kann ich den Zettel, glaube ich, mal weglegen und blende ihn euch ein. Und diese Schuppen sind deswegen wichtig, weil sie A, einen gewissen mechanischen Schutz für die drunterliegenden empfindlichen Teile bieten, ne? Weil diese Spitze muss ja durch den Boden gerammt werden sozusagen. Je nachdem, was das für ein Boden ist, herrschen da enorme mechanische Belastungen. Wenn man sich vorstellt, dass selbst der Löwenzahn bekanntermaßen ja in der Lage ist, schon mal irgendwo ein kleines bisschen Asphalt aufzubrechen, wie man ja schön in der gleichnamigen Kindersendung sehen kann, ne? Im Intro, das geht ja wirklich ein Stück weit, natürlich nicht ganz so wie da dargestellt, aber da ist schon Kraft dahinter, mit der so eine Wurzelspitze durch den Boden sich arbeitet und vor allen Dingen das spätere Dickenwachstum der Wurzel, das ist dann für die Sprengwirkung und das ja Aufhebeln von Straßendecke und solchen Späßen verantwortlich. Ja, aber trotzdem ist da eine gewisse Kraft dahinter und eine mechanische Stabilität muss gegeben sein. So, außerdem haben diese Schuppen jetzt noch die praktische Eigenschaft, dass wenn die abbrechen, das passiert sehr regelmäßig, da werden von innen dann immer wieder neue nachgebildet, die kaputtgegangenen ersetzten. Und auch wenn sie noch nicht abgebrochen sind, sondern erst so ein bisschen ja, beschädigt, geben die am Rand dieser Schuppen sozusagen jeweils einen Schleim ab. Das klingt jetzt nicht lecker, ist aber extrem nützlich, weil A, durch diesen Schleim gleitet die Wurzel besser. Ja, da kommt die einfach schneller vorwärts und kann besser in entsprechende kleine Räume eindringen, als wenn sie da durch furchtbar trockenes und furchtbar reibendes Material durch müsste. Der Abrieb an Kalyptra-Schuppen wäre auch viel zu groß, wenn es da nicht irgendein Schmiermittel für gäbe. Das macht also in vielerlei Hinsicht Sinn, dass da so ein Schleim gebildet wird. So, und außerdem ist dieser Schleim dann, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, später wichtig, für die Nährstoffaufnahme weiter hinten. Außerdem ist dieser Schleim auch weiter hinten an der Wurzel ganz, ganz wichtig für die Nährstoffaufnahme. Der Schleim hat nämlich eine negative Ladung. Ja? Und während im Boden sonst fast alles positiv geladen ist, haftet an dem Schleim dann quasi alles positiv Geladene erstmal dran und kann dann, wenn dabei was Wasserlösliches entsteht, dann auch direkt von der Wurzel aufgenommen werden. Also Win-Win-Situation A, geht es besser vorwärts, B, kann besser hinterher gemacht werden sozusagen, wenn man das dann so nennen möchte. So, nochmal, unter der Kalyptra sitzt jetzt also ein Meristem. Was ist jetzt zum Geier ein Meristem? Ja, das ist die in der Pflanzenwelt fortschrittlichste Art und Weise zu wachsen. Nämlich, das ist ein Haufen von Zellen, also wirklich mehrere, nicht eine Zelle, die sich immer wieder teilt. Das wäre die primitive Variante, das macht der Farn noch so. Eine Farnwurzel unterscheidet sich auch dahingehend von einer höheren Pflanzen, also Angiosperme, Pflanzen. Wurzel dahingehend, dass ein Farn nur eine Zelle da hat in seiner Wurzelspitze. Und die teilt sich in vier Richtungen zwar, aber es ist immer nur eine Zelle, die sich da teilt. Unsere modernere Wurzel von zum Beispiel einer Buche, die hat da eben viele Zellen. Und das ist auch jetzt so ein bisschen der Grund, weshalb da in manchen Publikationen, die so ein nicht ganz unbekannter Förster hin und wieder gerne mal zitiert, vom Gehirn der Pflanze gesprochen wird. Weil dadurch, dass da mehrere pluripotente und sehr leistungsfähige Zellen zusammenkommen, die verschiedene Aufgaben übernehmen können und die in gewisser Weise über so eine Art, ja, von Sinneswahrnehmung, wenn man das so nennen möchte, verfügen, läuft da an Entscheidungstreffungen, sage ich jetzt mal, mehr ab als in den meisten anderen Bereichen von der Pflanze. Ja?
Aber mit einem Gehirn ist das trotzdem hinten und vorne nicht vergleichbar. Also nicht mal im Ansatz. Daher weigere ich mich, diesen Begriff Hirn anzuerkennen. Aber da findet eine gewisse Orientierung statt und eine gewisse Sinneswahrnehmung. Nämlich ist das Meristem in der Wurzelspitze in der Lage, durch kleine Stärkepartikel, bestimmte Stärkepartikelchen, die unterschiedlich, die von Erdmagnetfeld angezogen werden, kann es sich orientieren, wo denn das Erdmagnetfeld eigentlich ist. Auf gut Deutsch, die Wurzelspitze stellt fest, wo ist unten. Ja, weil Erdanziehungskraft geht halt nach unten, bekanntermaßen. Und damit kann die Wurzel 100% exakt genau nach unten wachsen, ja, wenn sie das dann möchte. Oder, und das gibt es nämlich eben auch, dann später bei Seitenwurzeln zum Beispiel, oder je nachdem, was der Plan der Pflanze ist, kann sie auch parallel zum Erdmagnetfeld wachsen, sprich nach links oder rechts weg. Allerdings wissen wir noch nicht, ob es tatsächlich eine Wahrnehmung dafür gibt, ob es nach links, nach rechts, nach Norden, Süden, Osten etc. pp. Geht und ob das einen Unterschied macht. Das wissen wir noch nicht so genau. Denkbar wäre das schon, weil wenn wir ohnehin eine Erdmagnetfeldwahrnehmung haben, dann wäre ja auch eine Differenzierung der Himmelsrichtungen, also ein 360-Grad-Kompass sozusagen, technisch irgendwo denkbar. Ja? Jedenfalls wird das geregelt darüber, wie diese Stärkepartikelchen, die da in diesen Zellen unterwegs sind, angezogen werden, und da, wo die halt hinrutschen, da ist halt Schwerkraft, beziehungsweise da ist das Erdmagnetfeld am intensivsten, und Näheres dazu weiß man tatsächlich noch nicht so gut, dass ich es jetzt hier erwähnen würde. Ja, da gibt es immer mal wieder Forschungsansätze dazu, aber um die zu kapieren, musst du dann wiederum selber Fachmann im entsprechenden Forschungsbereich sein. Das ist also noch nicht so spruchreif, dass es für die breite Masse oder gar für mich geeignet wäre. Da muss man also schön die Füße stillhalten und abwarten, was die Forschung dann noch ergibt. Aber faszinierend ist das auf jeden Fall, und damit hat die Wurzelspitze also schon eine gewisse Entscheidungshoheit, wo es hingehen soll mit der Wurzel, in Anführungszeichen. Ja? Weil die gibt dann neue Wurzelzellen, also den Vortrieb, ja? Die Richtung, in die sie sich schiebt, indem sie nach hinten neue Zellen abgibt. Man kann sich das ein bisschen wie ein Jet-Triebwerk vorstellen. Ja? Bewegt sich nach vorne, indem es nach hinten Zeug raushaut. Ja? Und das tut eine Wurzelspitze auch. Die haut nach hinten neue Zellen raus und wächst damit selbst nach vorne. In Wuchsrichtung werden nun neue Schuppenzellen abgegeben, damit eben die Kalyptra immer schön vollständig ist, die Wurzelspitzen, Schuppenkruste. Und damit bewegt man sich durch die Gegend als Wurzel. Ja? Und nochmal, da ist irgendeine Wahrnehmung, wo es lang gehen soll, findet da statt. Das ist alles genetisch fixiert. Ja? Also jede Pflanze hat in ihrem genetischen Code eine Funktionsweise ihrer jeweiligen Wurzelspitze drin hinterlegt. Und die Wurzelspitze macht dann genau das, was in der DNA, auf die sie ja auch zugreifen kann, wie jede Zelle, drin steht. Ja? Also da ist auch nicht so, dass da jetzt ein Denkprozess stattfindet, mache ich jetzt so, sondern die fährt genau das Programm, was in der DNA drinsteht. Aber das kann halt eben stark variieren, und das kann auch noch zu Lebzeiten einer Pflanze, deren DNA sich zu Lebzeiten hoffentlich nicht allzu sehr ändert, weil sonst hat sie ein Problem. Das wäre dann eine fette Mutation, aber das kann auch noch zu Lebzeiten der Pflanze unterschiedlich ablaufen, weil andere Gene aktiviert werden. Ist insbesondere, und jetzt komme ich vom Hundertsten ins Tausendstel, aber macht nichts, ist insbesondere bei Waldbäumen ein Riesenthema, weil die ein unendlich riesiges Genom haben. Das heißt, da gibt es Gene ohne Ende und Ersatzgene vom Ersatzgen und nochmal Ersatzgen. Und drum, je nachdem, wenn du viele hundert Jahre alt wirst, kann es ja sein, dass dann möglicherweise irgendein Gen kaputt geht, dann hast du noch ein Reservegen. Dann hast du möglicherweise noch eine Reserve vom Reservegen, das dann für die Fälle zuständig ist, wenn plötzlich eine unvorhergesehene Sache eintritt und so weiter. Das ist auch noch gar nicht so sehr untersucht, aber Stichwort dazu, wer das mal googeln möchte, ist Epigenetik. Also Faktoren, die die genetische Anpassung beeinflussen, ohne selbst auf der DNA kodiert zu sein. Sauspannend. Ja, also wenn man sich für sowas interessiert, natürlich. Gut, das war unsere Wurzelspitze. Ich halte euch nochmal das Ding hier ins Bild. Danach kommt, bevor es hier anfängt mit den Wurzelhaaren,
kommt die sogenannte Streckungszone. Die Streckungszone ist jetzt erstmal relativ unspektakulär. Die Zellen, die unser Meristem an der Wurzelspitze nach hinten abgibt, um sich selbst nach vorne zu drücken, die sind noch sehr klein und noch nicht wassergefüllt. Gilt für jede neu gebildete Pflanzenzelle. Das kann man wunderbar beobachten, wenn man sich mal im Frühling einen Baum anguckt, der gerade am Austreiben ist. Die Knospe geht auf und ein Mini-Blättchen kommt raus. Winzig, winzig. Und dieses Blatt ist schon komplett fertig differenziert. Da sind die Zellen einfach noch nicht wassergefüllt. Die werden dann wie ein Wasserballon aufgepustet mit Wasser und dadurch entsteht dann das große Blatt, wie wir es dann später beim voll ausgetriebenen Baum bewundern dürfen. Und das funktioniert mit den Wurzeln an der Wurzelspitze genauso. Da wird erst eine winzig kleine Zelle gebildet, noch vollständig ohne Wasser, dann mit Wasser aufgepustet und dadurch streckt sich die Zelle und das passiert hier in der Wurzelstreckungszone. Und durch diesen Streckungseffekt drückt sich unsere Wurzelspitze noch mal viel effizienter und durchaus auch mit einer gewissen Geschwindigkeit für Pflanzenverhältnisse. Kann ich jetzt mal nicht sagen, wie schnell. Aber es ist eine der schnellsten Wachstumsprozesse, den es im Bereich des Pflanzenwachstums bei ansonsten sehr langsamen Pflanzen so gibt. Ja? Gut, das drückt sich dann also jetzt dann flott durch den Boden. Danach kommt jetzt die sogenannte Wurzelhaarzone und hier wird es jetzt interessant. Die Wurzelhaarzone, die ist vielleicht 1-2 Zentimeter lang. Ganz grobe Angabe, das variiert ein bisschen. Und in dieser Zone hat quasi die äußerste Schicht der Wurzel, die hat dann noch so Ausstülpungen. Also diese Härchen, die man hier sehen kann, das sind nicht wirklich Härchen, sondern einfach Polypen der äußersten Zellschicht, die da anfängt bei der Wurzel. Und diese gesamte Zellschicht von Ende der Kalyptra, also von Ende der Schuppen, bis hin zu, wo sie halt fertig ist, nennt man Rhizodermis. Also die Wurzelhaut frei übersetzt. Und die ist jetzt entscheidend und egal wie lang so eine Wurzel noch wird, 10 oder 20 Meter, so die ersten paar Zentimeter, die sind der Ort, wo das Wasser aufgenommen wird. Weiter hinten kann das eine Wurzel nicht mehr. Und diese Wurzelhaarzone, die hält auch bloß ein paar Tage, dann sind die abgenutzt und kaputt. Und dementsprechend wachsen die dann weiter. Die Wurzel wird ja auch wieder länger und damit wachsen sozusagen rücken unsere Wurzelhaare nach hinten und ja, immer nur die obersten, die untersten 3-4 cm aktiv sind und unsere Wurzelhaare dann 4-5-6 cm von der Spitze weg sind, sind sie nicht weiter interessant. Wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt auch abgenutzt und dann geht die Wurzel, die Rhizodermis, das kann man hier oben so ein bisschen sehen, ja, die geht dann kaputt. Und es beginnt der Bereich, wo dann die Exodermis gebildet wird. Und da müssen wir jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen Rhizodermis und das kann man auch übrigens viel komplizierter machen. Also das ist bei mir noch relativ einfach. Jetzt müssen wir ein bisschen unterscheiden eben zwischen Rhizodermis und Exodermis. Die Rhizodermis ist vollständig wasserdurchlässig, bis auf einen ganz letzten kleinen Stück. Den nennt man kasparischer Streifen. Ich hoffe, der heißt so. Ich schreibe es euch nochmal unten hin. Der sorgt dafür, dass letztendlich alles Wasser, was in die Wurzel gelangen soll und im Inneren der Wurzel dann abtransportiert nach oben zu den Blättern und alle Nährstoffe, Nährsalze, die in die Wurzel gelangen sollen zum Abtransport. Ja, das muss alles mindestens einmal durch eine Zellmembran durch. Und warum ist das wichtig, dass das mindestens einmal durch eine Zellmembran durch ist? Das heißt, unsere Wurzel, unsere Rhizodermis ist nicht komplett wasserdurchlässig. Da ist mindestens einmal eine Schicht, die wasserdicht kann man es auch nicht nennen, aber die eine gewisse Barriere darstellt. Das dient dazu, dass die Wurzel gewisse Maßnahmen ergreifen kann, um halt nicht alles reinzulassen. Wasser soll rein, klar, ne? So viel wie möglich. Magnesium soll rein, so viel wie möglich. Calcium, Eisen, Mangan. Sucht euch was aus. Aber was nicht viel rein soll, was sich nicht immer ganz vermeiden lässt, aber was nach Möglichkeit überhaupt fast gar nicht rein soll, ist zum Beispiel Aluminium. Aluminium ist ein Pflanzengift, auch für uns Menschen nicht besonders gesund in großen Mengen. Mindestens in großen Mengen garantiert nicht gesund. Und das soll nach Möglichkeit draußen bleiben.
Und dafür ist halt eben dann diese eine Passage der Zellmembran gedacht, um zu unterscheiden, gut soll rein, schlecht soll draußen bleiben. Oder auch Blei oder irgendwie sowas, was definitiv nicht gesund ist. Schwermetalle, die sollen nach Möglichkeit auch draußen bleiben. Oder unglaublich viel Salz, wenn es eine Pflanze ist, die in salzreichen Böden wächst. Also Salz im Sinne von Kochsalz, Natriumchlorid, ne? Das soll bitte auch draußen bleiben. Da gibt es spezialisierte Pflanzen, die dann an der Küste nur deshalb wachsen können, weil sie eben von der Wurzel her einen ganz tollen Mechanismus entwickelt haben, mit dem sie dafür sorgen, dass Salz weitestgehend draußen bleibt. Blöd ist, das ist sau schwierig, weil Natrium und Chlorid sind in gelöster Form in Wasser nahezu nicht aufzuhalten. Also eine normale Pflanze, wenn Kochsalz im Boden ist, dann wird das auch aufgenommen und das macht die Pflanze dann schon ab relativ kleinen Konzentrationen ziemlich kaputt. Also wenn ihr eure Pflanzen umbringen wollt, dann salzt mal eure Blumenerde. So, das passiert also. Und wir hatten ja schon drüber gesprochen, über die Nährstoffaufnahme, über die Wasseraufnahme. Das passiert alles in der Wurzelhaarzone. Und da kann man jetzt noch mal kurz erwähnen, falls das noch nicht deutlich genug war, wofür sind die Wurzelhaare da? Ja, die erhöhen einfach die Oberfläche. Mehr Oberfläche, mehr Zone, die direkt mit Wasser und Nährlösung in Verbindung kommt. Und dann kann davon auch mehr aufgenommen werden. Ist das Ganze abgenutzt, wird es zur Exodermis und die Exodermis baut jetzt noch eine zusätzliche Komponente in die äußere Haut sozusagen unserer Wurzel ein, nämlich Kork. Ja, und wer schon mal eine Weinflasche umgedreht hat und es ist nicht der Wein rausgelaufen, der weiß, Kork ist wasserdicht. Toller Vergleich, oh Gott. Und das ist in diesem Fall auch wirklich die Funktion, weshalb da Kork eingelagert wird oder korkartige Substanzen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Das hat nichts mit dem Weinkorkenkork zu tun, das ist so der krasseste Kork, den es gibt. Aber es sind schon korkige Substanzen, die da eingelagert werden und die dienen jetzt dazu, dass der Rest der Wurzel, außer wirklich die spitzeste Spitze, die direkt im Wasser hängt und Wasser aufnimmt, dass die abgeschottet sind vom Wasser. Ja? Und da kommen wir jetzt übrigens wieder an den Anfang zurück, weil ich hatte ja gesagt, ein gewisser Sauerstofftransport in der Wurzel ist durchaus möglich. Ja, das geht aber nicht, wenn die ganze Wurzel eben unter Wasser steht. Dann kann der Sauerstoff ja nicht durch die unter Wasser stehende und wassergesättigte Wurzel transportiert werden. Und so muss der Sauerstoff quasi nur bis diese paar Zentimeter vor Spitze transportiert werden und dann ja, hoffen, dass hin und wieder mal die Wurzelspitze wo vorbeikommt, wo sie dann auch wieder Sauerstoff bekommt. Das ist auch alles noch nicht so ganz klar. Ja, also hochkomplexe Angelegenheit, die Sauerstoffversorgung, insbesondere vom Meristem in der Wurzelspitze, wenn das doch immer ins Wasser reinwachsen muss und ins Wasser reinwachsen soll, wie klappt das dann? Hochkomplexe Angelegenheit, super spannend, wenn man es interessant findet, ne? Und sehr schwierig zu klären. Ja? So, und ab dem Punkt, wo Kork eingelagert wird in die Wurzel, unterscheidet die sich eigentlich nach weiter oben oder nach weiter hin zur Sprossachse nicht mehr nennenswert. Die wird dann später noch dicker. Wenn es eine Baumwurzel ist, wird sie sogar sehr viel dicker. Sekundäres Dickenwachstum. Irgendwann sieht das dann so aus wie das Dickenwachstum beim Stamm. Da sprechen wir dann beim Stamm auch nochmal drüber, sofern wir es nicht schon getan haben, weil das hatte ich schon mehrfach angesprochen. Und dann wird das Ding eben dicker. Ist es nur eine Löwenzahnwurzel oder sowas, wird es auch ein Stück weit dicker, aber nur bis zu einer gewissen Obergrenze, weil es halt keine verholzende Wurzel und die kann nur eine gewisse Dicke erreichen, die über die üblichen Durchmesser des Sprosses selten hinausgeht, sage ich jetzt mal. Außer es ist eine spezielle Wurzelmetamorphose. So, den Flieger warten wir ab. So, jetzt haben wir vielleicht gesehen, bei unserer Exodermis, da brechen aus dem Inneren, das könnt ihr zumindest in der Vergrößerung dann sehen, brechen da schon so die ersten kleinen Seitenwurzeln raus. Wir müssen jetzt ganz klar unterscheiden, das wäre mir einfach noch wichtig, eine Seitenwurzel ist kein Wurzelhaar. Ein Wurzelhaar ist einfach nur eine Ausstülpung der äußersten Zellschicht, die noch weiterhin zur äußersten Zellschicht gehört und haarig aussieht. Übrigens so ein Wurzelhaar, das ist vielleicht 1 mm, 2 mm im krassesten Fall lang. Das sieht man mit bloßem Auge so gut wie in seltenen Fällen vielleicht mal, ja, aber eigentlich fast nicht. Egal. Mit einer Lupe, dann da geht's. Danach
wenn eben die wasseraufnehmende Geschichte vorbei ist und sich die Korkschicht um unsere Wurzel gelegt hat, da ist ab sofort dann möglich, dass sich Seitenwurzeln bilden können. Und das funktioniert folgendermaßen. Dazu haben wir diese schöne Grafik hier und auch diese schöne Grafik, die werde ich euch nochmal in groß zeigen und die wollen wir jetzt noch ein bisschen besprechen. Da versuche ich mich aber einigermaßen kurz zu halten, auch wenn die wirklich toll geworden ist. Herzlichen Dank an Frau. Ist das auch nicht so entscheidend, aber ich finde es wichtig. So, nämlich, da sehen wir jetzt links im Bild unsere Wurzel. Die Spitze ist der allerunterste Bereich, das ignorieren wir jetzt, die ist ja auch gar nicht groß weiter dargestellt. Aber tatsächlich im hinteren Bereich unserer Wurzel, also beim untersten schwarzen Pfeil, da beginnt bereits der erste Ansatz von einer Seitenwurzelbildung. Die sehen wir dann in dieser Vergrößerung des Zellgeschehens. Und da haben wir von links nach rechts, nämlich erstmal die rote Zone, das ist das Xylem. Xylem ist die wasserführende Schicht. Das bildet in der Wurzel meistens so den innersten Bereich und das sind die, die Wasserleitungen sozusagen, die bis zum Blatt gehen. Die gehen also einmal durch den kompletten Baum, wenn es dann ein Baum ist, bis ganz nach oben gegebenenfalls und das nennt sich eben Xylem. Beziehungsweise das wird später dann auch zu Holz. Wenn wir im Stamm unterwegs sind, wenn es einen Stamm gibt, dann ist das Xylem automatisch gleich das Holz, das wasserführende Holz. Also Wasser von unten nach oben. So. Und danach kommt hier diese grüne Schicht. Das nennt man Perizykel, dazu kommen wir gleich nochmal. Dann gibt es die blaue Schicht, das ist das Phloem. Das ist ebenfalls am Ferntransport in der Pflanze beteiligt und sorgt dafür, dass der Zucker, der von den Blättern in der Photosynthese produziert wird, bis in die Wurzel runterkommt. Das heißt, das Phloem muss auch bis zu kurz vor die Wurzelspitze gehen, damit an der Wurzelspitze auch Zucker ankommt, den die dringend braucht, um weiter neue Zellen produzieren zu können. Weil die müssen ja auch aus irgendwas gebaut werden, nämlich aus Zucker primär. Also ganz, 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 ganz wichtig. So. Und jetzt gehen wir zurück zum Perizykel, beziehungsweise das Gelbe können wir noch kurz ansprechen. Das ist einfach die Rinde, die äußere Schicht unserer Wurzel, die sie nach außen abschließt und die wasserdicht ist. Das Perizykel, das ist jetzt ein die Wurzel umschließendes Gewebe, das nach innen neue Zellen abgeben kann und nach außen neue Zellen abgeben kann. Ja, das heißt, das sorgt dafür, dass die Wurzel in die Dicke wachsen kann, indem nach außen neue Rindenzellen abgegeben werden, nach innen neue, meistens Xylemzellen. Das bedeutet, die Wasserleitung der Wurzel wird mit der Zeit immer dicker und immer größer. Das muss sie auch, weil je dicker und größer die Wurzel wird, desto mehr kleine Feinwurzeln hängen da dran, die alle Wasser schicken. Und wenn die alle Wasser schicken, dann muss das irgendwann durch ein immer größeres Rohr laufen. Und damit wird halt, je dicker die Wurzel wird, auch das Rohr im Inneren der Wurzel zum Wassertransport logischerweise auch immer dicker, weil ja viele Seitenwurzeln dranhängen müssen. Und um genau die geht es hier jetzt ja gerade. So, da haben wir so ein graues Ei im grünen Perizykel. Da beginnt sich das Perizykel ein bisschen auszustülpen und gibt nach innen die ersten Seitenwurzelzellen ab. Das sind hier die grauen. Ne? Also das ist die Kernröhre bzw. die Zentralröhre unserer neuen Wurzel. In der passiert erstmal gar nicht viel. Die ist einfach nur dafür, damit halt irgendwas ist. Vorsichtig ausgedrückt, ja? So, und die drückt sich jetzt, zweites Bild, eins weiter nach oben, wird vom Perizykel, das sich jetzt ausgebuchtet hat, indem es nach innen immer wieder neue Seitenwurzelzellen abgibt und nach außen quasi erstens einfach durch den Druck, der nach außen schieben herrscht, nach außen aber auch neue Phloemzellen abgibt, gegebenenfalls dann später auch neue Rindenzellen abgibt und damit drückt sich das jetzt langsam nach außen. So, und die oberste Abbildung ist dann quasi ein Querschnitt, da ist die komplette Wurzel schon draußen. Und da können wir sehen, in der Mitte befindet sich das rote Xylem-Gebilde für den Wassertransport, damit das Wasser auch abtransportiert werden kann, was die neue Wurzel mit ihrer Spitze jetzt schon beginnt aufzunehmen. Da sieht die Wurzelspitze genauso aus, wie wir es eben geklärt haben. Und es bildet sich auch bereits das erste blaue Phloem-Gebilde.
Gewebe, das wollte ich sagen, entlang vom Xylem, das dann eben auch für den notwendigen Nährstoffnachschub sorgen kann, damit unsere Seitenwurzel jetzt überhaupt wachsen kann. Ja, und das Perizykel, das besteht da jetzt immer noch, das ist zwar nicht mehr eingezeichnet in grün ganz oben, aber das ist da immer noch außen drumherum, wird jetzt aber langsam abgebaut bzw. auf den hinteren Bereich der Wurzel verschoben, weil an der Spitze unserer Wurzel befindet sich, wie bei dem anderen eingangs angeguckten Bild, ja jetzt wieder unser Wurzelapikalmeristem, das dann dafür sorgt, dass dann neue Wurzelzellen gebildet werden und so ist eine neue Wurzel entstanden. So, das scheint euch jetzt vielleicht relativ sinnlos. Warum sollt ihr das wissen? Also erstens, warum guckt ihr das ganze Video? Na, weil es euch interessiert vermutlich. Und zweitens, ist das eine ganz andere Form der Seitenzweig. Ja? Seitenwurzel und Seitenzweigentstehung ist grundsätzlich unterschiedlich. Und das ist eigentlich sehr spannend, dass sich dabei Wurzel und bei Zweig unterschiedliche Systeme etabliert haben, wie eine Verzweigung entstehen kann. Ja? Und das war halt eben die Art und Weise der Verzweigung von Wurzel und die Art und Weise der Verzweigung von Zweig bzw. Ast, Sprossachsen, Unterverzweigung. Das gucken wir uns dann bei einer anderen Gelegenheit noch an. So, das war die Wurzelanatomie. Ich hoffe, das war auch ein bisschen interessant. Es ist halt einfach wichtig. Und jetzt machen wir noch vielleicht ein schönes Thema, hoffe ich. Das fand ich eigentlich immer am spannendsten bei diesen ganzen Sachen, nämlich die lustigen Metamorphosen. Neben der klassischen Wurzel, die der Stabilisierung der Flüssigkeits- und Salzaufnahme dient, gibt es halt eben noch Spezialwurzeln, die sich umgewandelt haben zu besonderen Strukturen, die besondere Funktionen wahrnehmen und ihre normale Funktion, also die eben drei genannten, tritt dann häufig mal in den Hintergrund. Ja? Klassische und wahrscheinlich häufigste, die man vielleicht sogar täglich zu sehen bekommt, Wurzelmetamorphose ist die Rübe. Zum Beispiel, ja? Also ein Speichergewebe. Die Wurzel zu einem Speichergewebe umzufunktionieren, macht wahnsinnig Sinn für eine Pflanze, weil wo ist die Wurzel? Ja, unterm Boden. Und wo ist sie? Dadurch ist sie automatisch geschützt vor ganz vielen Fressfeinden, nämlich alle, die nicht vernünftig graben können. Das heißt, der Vogel kommt da im Regelfall schon mal nicht dran, das Reh kommt da nicht so dran, die Wildsau, haha, ja, die holt es natürlich raus. Auch ein Mäuschen, was sich darunter gräbt, würde drankommen, aber ganz viele kommen schon mal nicht dran. Ja, und das ist einfach eine sehr einfache Methode, um das dann vom Zugriff zu schützen. Ist auch dahingehend spannend, weil kein Frost im Boden oder jedenfalls deutlich unwahrscheinlicher im Boden auftritt als an der Erdoberfläche. Das heißt, das Ganze ist auch temperaturgeschützt, kann auch nicht so leicht austrocknen, wie wenn es an der Erdoberfläche wäre, wo es dann halt eben auch sehr heiß werden kann. Nicht nur sehr kalt, sondern auch sehr heiß. Und es hat also sehr viele Vorteile in gewissen Energiespeicher für den Wiederaustrieb im nächsten Jahr bei mehrjährigen Pflanzen, die oberirdisch verschwinden und dann wieder austreiben. Also zum Beispiel eine Anemone. Ja, die hat jetzt keine Knolle in dem Sinne, aber oder keine Rübe, aber auch die hat ein Speichergewebe im Boden. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, sowas auszubilden. Die klassischste Pflanze, die wir kennen, die eine Speicherwurzelmetamorphose ausbildet, ist die Möhre. Das geht bei der wilden Möhre los, bei Daucus carota heißt die, glaube ich. Und hört halt bei der Zuchtmöhre, die wir so dann im Blumenkasten vielleicht eventuell stehen haben und wenn nicht aus dem Supermarkt bekommt sie, da hört das dann auf im Idealfall. Ne? Die hat man entsprechend züchterisch darauf getrimmt, dass sie halt eine sehr, 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 sehr große Speicherwurzel anlegt. Aber letztendlich, wenn wir eine Möhre essen, dann essen wir eine Wurzelmetamorphose. So. Warum ist das jetzt wichtig, dass es bei der Möhre tatsächlich die Wurzel ist? Naja, bei vielen Rüben ist es eine Kombination. Ja, es gibt einen Haufen Rüben, die sind halb oberirdisch und stecken halb im Boden. Da ist dann tatsächlich der Bereich, der im Boden steckt, eine Wurzelmetamorphose. Und der Bereich, der aus dem Boden rausguckt, ist eine Sprossmetamorphose. Das heißt, es gibt gar keinen direkten Übergang zwischen Wurzel und Spross bei zum Beispiel einer Steckrübe. Ja, sondern da ist tatsächlich ein fließender Übergang in Form von diesem Speichergewebe vorhanden. Wenn du das hinterher durchschneidest, wirst du keinen Unterschied sehen, was die Oberseite und was die Unterseite gewesen ist, außer vielleicht durch die Form. Aber vom Aufbau des Gewebes unterscheiden die sich nicht.
Trotzdem ist es den Botanikern wichtig, da zu unterscheiden zwischen Hypokotyl und wie heißt das andere? Ja, ist auch egal. So, eine Kartoffel. Ja, viele Leute würden ja denken, eine Kartoffel ist auch so eine Speicherknolle und damit eine Wurzelmetamorphose, weil die ist ja in der Erde unterwegs. Nee, das ist tatsächlich ein Sonderfall vom Spross, das besprechen wir beim Spross dann nochmal. Eine Kartoffel ist eine Sprossmetamorphose. Also bei der Kartoffel geht tatsächlich der Spross noch ein Stück weit in die Erde rein und erst deshalb kann eine Kartoffel auch Knospen bekommen. Ja, wenn eine Kartoffel zu lange liegen lässt, der sieht, die treibt plötzlich wieder aus. Das kann eine Wurzel nicht. Eine Wurzel kann keine Knospen machen, die dann austreiben, die dann Blätter produzieren, wie wir ja gerade gesehen haben. Eine Wurzel kann bloß eine Seitenwurzel schieben. Die hat dann aber keine klassische Möglichkeit, Blätter zu produzieren. Ja? Also das ist ganz wichtig. Aus einer Kartoffel, weil sie Blätter machen kann, weil sie Zweigchen machen kann und neue Triebe in Anführungszeichen, kann das niemals eine Wurzelmetamorphose, sondern muss eine Sprossmetamorphose sein. Ein unterirdisch verlaufender Spross, auch das ist möglich. Ja? Erst ein Stück weit unter den Kartoffeln oder an anderen Teilen der Kartoffel, da entstehen die eigentlichen Wurzeln und die haben dann tatsächlich kein Speicherorgan mehr. Also eine Kartoffel hat nur stinknormale Wurzeln, keine metamorphierten Wurzeln vorhanden, dafür aber eben metamorphierter Spross. So, das sollte zum Speicherzeugs eigentlich reichen. Ganz beliebte Sache ist auch die Zwiebel. Aber eine Zwiebel ist wieder keine Wurzelmetamorphose. Ja, das ist auch ein Speicherorgan und ermöglicht den Wiederaustrieb. Ist aber eine Blattmetamorphose. Wer schon mal eine Zwiebel zerlegt hat, sieht ja sofort, oh, die besteht aus verschiedenen Schichten. Warum besteht die aus verschiedenen Schichten? Ja, das sind alles umgewandelte Blätter. So, ich hoffe, das war halbwegs interessant. Das waren also die Speichermetamorphosen. Dann gibt es Kletterwurzeln. Prominenter Vertreter, der Efeu. Der hat so kleine lustige Haken, die da auf der Rückseite der Pflanze über die gesamte Länge der Pflanze tatsächlich ausgebildet werden. Das ist ein Wurzelgewebe. Ja, das sind keine Äste, die den Efeu da festhalten, sondern das sind tatsächlich Haftwurzeln. Was ganz spannend ist, weil der eben seine Wurzeln nicht nur unten hat, also unten hat er auch Wurzeln, ganz normale Wurzeln, wie jede andere Pflanze auch, also nicht metamorphierte Wurzeln, plus eben über die gesamte Länge des Efeus zusätzliche Sonderwurzeln, die eben der Haftung dienen. Ja, das ist bei vielen epiphytischen Pflanzen der Fall, dass die irgendwelche Spezialwurzeln haben. Epiphytisch bedeutet eine Pflanze, die auf anderen Pflanzen drauf wächst. Oder dran wächst. Ja, die beiden Möglichkeiten gibt's und da ist der Efeu sicherlich einer der häufigsten heimischen Vertreter. Ja, das wäre also die Kletterwurzel. Dann gibt es die Atemwurzel. Dazu habe ich mal ein separates Video gemacht. Aber macht nichts, ich erkläre es nochmal schnell. Wir hatten ja jetzt mehrfach darüber gesprochen, dass so eine Wurzel im Boden irgendwann das Problem hat, dass sie keinen Sauerstoff mehr bekommt. So, und um dieses Problem zu lösen, wenn man auf irgendwelchen Böden wachsen möchte, die ständig wassergesättigt sind, weil der Fluss neben dran ist zum Beispiel, oder weil es irgendeine Niederung ist, wo sich das Wasser staut, sobald es regnet, und das mehrfach, 200, 300 Tage im Jahr, wenn es dumm läuft, da musst du dir irgendwas einfallen lassen, wie du eben Sauerstoff bis ganz nach unten in dein Wurzelwerk bekommst. Und dafür gibt es eben die Idee von manchen Pflanzen, also die Entwicklung, Idee ist natürlich wieder zu viel gesagt, dass einzelne Wurzeln nach oben wachsen. Und zwar sind das nicht ganz normale Wurzeln, die sitzen zwar auf einem normalen Wurzelwerk auf. Ja? Und wenn die gebildet werden, funktioniert das auch genau wie jede andere Seitenwurzelbildung auch. Aber der Unterschied ist der, dass diese Wurzel dann nahezu hohl ist. Die besteht aus einem sogenannten Ärenchymgewebe mit A geschrieben, ne? Ärenchym, R wie R, die Luft. Und das ist eben ein komplett hohles Gewebe. Die Wurzel hat trotzdem noch eine Wurzelspitze, kann sich nach vorne fortbewegen. Sie hat auch noch eine Hülle drumherum. Ja? Und das war es aber mehr oder weniger. Abgesehen von der wasser- und luftdichten Hülle und der Wurzelspitze, die das Ding nach oben bewegt, ist diese Wurzel wirklich hohl. Und die Idee ist jetzt, dass wenn die oben ankommt und durch den Erdboden bricht und so 20-30 cm in die Höhe wächst, dann stirbt sie mehr oder weniger auch ab. Und dann kann durch den obersten Bereich der Wurzel, in dem ja Löcher sind, kann Sauerstoff aufgenommen werden. Beziehungsweise, dass die Wurzelrinde nicht dicht, hatten wir ja schon geklärt. Wasser kann aufgenommen werden, Sauerstoff kann dann logischerweise auch aufgenommen werden. Und das passiert auch.
Und dieser Sauerstoff wird dann einfach durch Konzentrationsausgleich ganz wenig Sauerstoff unten in der Wurzel, ganz viel Sauerstoff an der Erdoberfläche, kann da ein gewisser Gasaustausch nach unten stattfinden. Im Prinzip ist das ein riesiger Schnorchel. Nur, dass da unten niemand hockt, der eine Lunge hat. Ja? Aber ansonsten genau das Gleiche wie ein Schnorchel. Und davon können die ganz viele ausbilden. Die eine heimische Baumart, die das in Perfektion beherrscht, ist die Schwarzerle. Ne? Die steht hier übrigens, da hinten. Das ist eine. So, das ist also die Atemwurzel oder Erenchymwurzel. Dann gibt es noch die Luftwurzel. Die Luftwurzel, nicht zu verwechseln mit der Atemwurzel, das kann eine Wurzel, da gibt es zwei Varianten. Beziehungsweise häufig werden Adventivwurzeln als Luftwurzel bezeichnet, sind aber keine. Das sind Adventivwurzeln, dazu kommen wir aber auch noch gleich. Wobei die streng genommen eine Sprossmetamorphose sind. Ihr seht, das ist saukompliziert. Was ist was und so weiter. Und das ist irgendwie lustig. Gut, die Luftwurzel, das ist eine Wurzel, die tatsächlich in der Luft hängt und eine sehr, sehr hohe Oberfläche hat. Ja, also die sind sehr, sehr dünn und das ist oft ein ganzes Büschel von sehr, sehr dünnen Wurzeln, die auch wieder viele hohle Zellen aufweisen. Aber diesmal sind die nicht hohl, um Luft drin aufzunehmen, sondern da ist Luft drin. Und wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht oder das Wasser den Baum runterfließt und dann auch diese Wurzel runterfließt, dann kann diese Wurzel aufgrund ihrer vielen Hohlräume im Prinzip wie ein Schwamm eine gewisse Menge an Wasser aufsaugen und das dann auch durch den Wurzelkern, den sie wie jede normale Wurzel auch hat, weiterleiten. Und damit sorgt das halt dafür, dass eine Pflanze, die auf einer anderen Pflanze sitzt und keinen Zugang zum Boden hat, trotzdem irgendwie an ihr Wasser rankommen kann, ja, mittels Luftwurzeln. Die hängen dann wie so ein Bart vom Ast runter, sehen so ein bisschen aus wie Flechten teilweise. Sehr spannend. Gibt es aber bei uns zulande meines Wissens gar nicht. Also wüsste ich nicht, dass es das in Deutschland gibt. Ja. In den Tropen zum Beispiel, da dann auf jeden Fall. Die Adventivwurzel, das ist eine Besonderheit. Da wächst von einem Ast nach unten in Richtung Boden ein dünner Zweig runter. Ja, das ist erstmal ein Zweig. Aber dieser Zweig wird dann, sobald er den Boden erreicht, zu einer Wurzel. Teilweise wird das auch auf halber Strecke bereits. Dass sich dann also das Zweiggewebe und die Wuchsform Zweig umwandelt langsam zu einer Wuchsform Wurzel, die dann auch wiederum mittels Wurzelspitze funktioniert und mit Wurzelhaarzone und allem Pipapo und so weiter und so fort. Das dient der Ausbreitung einer Baumart insbesondere. Das haben nur Bäume, das gibt es bei krautigen Pflanzen nicht. Die sind viel zu klein. Und dient der Stabilisierung von weit ausreifenden Zweigen. Ja? Wenn du also einen Zweig hast, der geht 10 Meter nach rechts, ja? Dann wird der irgendwann verdammt schwer und droht abzukrachen. Und drum wäre es dann ganz sinnvoll, wenn dieser Zweig noch ein paar Stützen bekommt. Und diese Stützen können gebildet werden eben in Form von vom Zweig nach unten wachsenden Zweig-Wurzeln, die dann im Boden ankommen und für zusätzliche Verankerung sorgen. Also eine Adventivwurzel, ja, die sorgt auch für Wasser, ja, für die Wasserversorgung, aber vor allen Dingen dient die der Stabilität. So, und ein letztes noch, und dann sind wir auch durch, ja, dann haben wir es, sind die Wurzelknöllchen. Das ist im Wurzelbereich ein Hohlraum, ein stark... Ja, durchblutet kann man es nicht nennen, aber ein stark mit lebenden Zellen umbauter Hohlraum, in dem verschiedenes Zeug abgelagert werden kann und verschiedenes Zeug auch abtransportiert werden kann. Und dieser Hohlraum ist dafür da, dass in ihm doch bitte Bakterien leben mögen, die da ein geschütztes Umfeld haben. Die haben also ihren eigenen kleinen Bioreaktor sozusagen und haben da ein gestressfreies Leben und müssen nur eins tun, nämlich aus der Luft, die da ankommt oder die im Boden schon vorhanden ist, beziehungsweise übers Wurzelnetzwerk so ein bisschen transportiert wird, ja, die normale Umgebungsluft, also Atmosphärenluft, da sollen sie bitte den atmosphärischen Stickstoff rausfiltern. Ja? Denn eine Pflanze braucht viel Stickstoff zum Wachsen. Und normalerweise kann sie den atmosphärischen Stickstoff, also N2, nicht nützen. Darum heißt das Zeug ja auch Stickstoff. Das tut nichts, ne? Das stickt bloß. Und spezielle Bakterien können den aber so umwandeln, dass er in eine pflanzennutzbare Form überführt wird. Und dafür bekommen sie von der Pflanze Zucker und werden mit einem tollen Wohnzimmer belohnt und einem tollen kleinen Raum, wo sie sich aufhalten können, wo es ihnen prima geht.
und dann produzieren sie da fröhlich weiter ihren Stickstoff. Und ja, da gibt es verschiedene Varianten. Teilweise werden sie dann aufgefressen vom Baum, um an den Stickstoff ranzukommen. Oder der wartet, bis sie von alleine sterben. Dann bleibt der Stickstoff auch zurück und ist in jedem Fall dann pflanzenverfügbar. Das ist also eine ganz, ganz tolle Sache. Und das ist nicht nur für den Baum, der die Knöllchenbakterien hat, toll, sondern der hat dann so viel Stickstoff, dass er seine Blätter runterschmeißen kann im Herbst mit viel Stickstoff drin. Und damit düngt der über seine Blätter, die er jedes Jahr runterschmeißt, den kompletten Wald, in dem er steht. Und davon haben dann alle was von. Und das alles nur, weil er in den Wurzeln kleine Hohlräume hat, wo die lustigen stickstofffixierenden Knöllchenbakterien leben. Das ist tatsächlich ein Fachbegriff, die heißen Knöllchenbakterien. So, ich glaube, das waren genug Wurzelmetamorphosen. Ja, es gibt sicherlich noch mehr. Brettwurzeln wären da noch zu nennen. Senker, spezielle Senkerwurzeln. Ach, was da was noch alles gibt. Ja, aber jetzt kommt der Flieger und macht Krach. Und das ist eine gute Gelegenheit. Ich bedanke mich. Die Sonne ist auch bald weg. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ein bisschen Grundlagenbiologie bzw. Botanik war auch mal ganz interessant. Und ja. Denkt da mal sehr intensiv drüber nach, solltet ihr mal eine Wurzelbehandlung haben. Besserer Witz ist mir nicht eingefallen. Macht's gut. Ja, und kaum war ich mit dem Video fertig und bin aufgestanden und habe die Klappe gehalten, als hätte er drauf gewartet, rennt ein Fuchs 10 Meter an mir vorbei. Wunderschönes Tier, natürlich im Winterpelz. Einfach unglaublich toll, immer wenn man eine Fuchsbegegnung hat. Das sind so meine Lieblingstierbegegnungen. Dachse sind natürlich noch toller, die sind noch viel seltener, dass man die bei Tageslicht antrifft. Aber auch beim Fuchs kann man sich schon sehr freuen. Jetzt wird der ein oder andere anmerken, oh, ich sehe ständig Fuchse. Ja, vom Auto aus ist nicht dasselbe und in der Stadt ist auch nicht dasselbe. Da gibt es ja inzwischen auch jede Menge Füchse, die man da zum Teil ganz hervorragend beobachten kann. Aber so ein Waldfuchs, das ist schon toll. Da freue ich mich auch heute noch drüber. Ne? Also jetzt im Schnitt war schon eine ganz, ganz tolle Tierbegegnung. Wollte ich nur noch kurz erzählen. Macht's gut.